Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Balthasar Gels Kampagne. Ja, die Waldelfen bedienen sich hier gerade reichlich im Imperium. Ja, ob es ihnen was bringt, das weiß ich allerdings nicht. Aber gut. Währenddessen sind die Grünhäute hier ein bisschen in der Zwickmühle. Denn von Norden her kommt Kollegs Onschlinger und von Süden her kommt Marius Leitdorf. Eine sehr komische Situation für den Grün heute. Oh, jetzt habe ich wieder null Autorität. Und Tor Anleg ist wieder zerstört worden. Fraktion angetroffen. Karakzorn und Bärenhausbriganten. Existiert Karakzorn also noch. Gut zu wissen. Mittelland und Nordland sind wieder entstanden. So ist das mit Rebellionen. Ah, mein Magier wurde verwundet. Oh, Asak nähert sich uns. Dann sollten wir doch in die Verteidigungsstellung gehen. Oder in die Hinterhaltsstellung, eins von beiden. Kriegsherr des Chaos vernichtet. Hat er jetzt hier Kollig zerschlagen? Nee, ich glaube nicht. Der ist er, oder? Werden wir jetzt sehen. Nee, da ist er erst. Karakadrin wurde vernichtet. Der letzte Zwerg von Karakadrin, er ist auch gefallen. Ich weiß noch nicht mal seinen Namen auswendig. Ich habe ihn ein paar Mal gelesen, ja, aber das war es dann irgendwie auch schon. So, die Lakaien des Chaos. Jetzt sind hier auch überall verteilt. Und zu guter Letzt die Puppen des Chaos. Nee, mit denen will ich nicht konföderieren, danke. Dann nehme ich lieber die Autorität. Stirland. Ach so, hier. Alles klar. Und die Kriegsherde des Chaos wurde vernichtet. Huntsman General, is it time? Er lagert da erstmal und ich gegen den eine Chance, dem seiner Armee ist wieder bereit. Joa, ich glaube, gegen den hätte ich eine Chance.
Dort ist Koldik, aber wir schauen hier erstmal, was wir jetzt hier machen. Yes, a sound plan. Bekomme ich überall Verschleiß? Ja, überall. Hinterhalt Erfolgschance 70%. Das ist nice. Versuchen wir es. Das können wir doch mal versuchen dann. Gut. Oh, die Zwerge kommen zur Hilfe. Nach zig und keine Ahnung, wie viele es waren. It is time. Ich würde sagen, dann greifen wir den hier mal an. Yes. Hilft er auch so? Dann wieder so und dann sind wir auf der sicheren Seite und damit ist die Chaos-Armee dann auch vernichtet. Step to it. Ein Energiestein, der ist auch sehr nice. Auch wenn er grau ist. Dann können wir uns gleich Schloss Tempelhof wiederholen. Und hier hast du ein Level Up. Du bekommst einen Feindesjäger. Und du brauchst eine neue Armee, ne? Den Neverheim kriegst du die nicht. Du kriegst eine im Feld drauf. Gut, ich würde sagen, wir verstecken die Mauer von Tempelhof mal. Das lohnt sich dann nochmal. Weberhaus. So. Naja, wohl, machen wir erstmal. Machen wir erstmal die Felder. Dann ein Dorf. Dann Poststationsherberge. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geld übrig hier. Du hast noch. Wir haben noch einige Level übrig. Wahrsagen. Waffenstärke ist nice. Trefferpunkte. Auch nice. Du hast immer schon Rang 23. Das ist schon wirklich. Ne, eine harte Schule. Was geben wir dir denn mal? Vielleicht mal hier unten ein bisschen Blaues? Ja. Damit man dich auch mal anders einsetzen kann. Oha, Rang 24. Ich hoffe, der geht nicht zum Grumgipfel. Dann wäre die Siedlung nämlich verloren. Wie lange brauchst du hier? Zwei Runden, alles klar. Gut, hält nicht bewegt. Rebellion steht bevor. Das reißen wir mal ab.
Jade Wizard. I walk this earth. Ich glaube, so viele Chaoshorden gibt es momentan nicht mehr. Wo soll ich schauen? Hier, bei Hergich. Können sich die Waldelfen ja mit und immer rumkloppen. Und Nordland und Mittelland sind sogar wieder neue entstanden. Und Alastar, der weiße Löwe, den haben wir ja ewig nicht gesehen. Wo ist er denn? In der roten Wüste und legt sich mit Skaven an. Aber er hat eine gute Armee. Auch ihn mit den weißen Löwen, das passt zu ihm. Noch mehr Skaven. Tweet. Tweet Feigschwanz war da. Trostlose Feste. Dunkelelfen. Ja, die Dunkelelfen sind gerade mächtiger als die Hochelfen. Es ist nun mal so. Den hat er doch eben schon bewegt. Okay. Maklagor. Dann mal viel Spaß gegen die Chaoshorden. Kratul. Oh. Der hat nice Items. Und Master Mundi. Oh, sein Autoscooter. Ja, zieh dich mal zurück. Das willst du hier auch. Last Defenders. Gut, die sind langweilig. Gut, Perseus ist also aufgefallen, dass die Provinz südlicher Oblast für das Imperium grün ist. Das ist schön für ihn. Ist glaube ich für mich auch so. Das Imperium konföderiert mit Nordland. Mal sehen, ob Azak mir in die Falle tritt. Hat er sich wieder zurückgezogen mit Azak? Ja, wie wir hier sehen, ist es ein harter Kampf gegen die Chaoshorden. Aber wir sehen doch hier eine breite Front der Ordnung. Von Nordland bis nach Teotihuacan. Gehört alles der Ordnung. Von daher glaube ich nicht, dass die Chaoshorden das hier schaffen werden, weil es zu zerstören.
Aber sie haben schon einen Großteil zerspürt, das ist richtig. Und der Knochenbrücklerstamm. Oalo-Karzon. Ja gut, dann sehen wir da ja mal ein bisschen was. Oh, jetzt sehen wir ja viel. Ja. Diener des Chaos kümmern sich größtenteils immer noch um Ultoran. Aber gegen die Bretonen scheinen sie irgendwie keine richtigen Fortschritte zu machen. Der Alberic, der räumt da anscheinend ziemlich auf. Ja, vielleicht wird Ultoran ja neue Heimat der Bretonen. Ich weiß gar nicht, ob das Klima für die da gut ist. Ich glaube, das war gelb für die Bretonen, oder? Oder grün? Gelb oder grün? So, es hängt. Ich sehe König Lohn. Sehe König Lohn immer noch. Und da ist es abgekackt. Gut. Das ist dann natürlich ärgerlich. Dann müssen wir das nochmal neu versuchen. Wieso ist das denn jetzt abgekackt? Ich hoffe, er hat noch gespeichert, denn wir waren ja gerade dran. Ich verstehe da jetzt nicht, warum das einfach so abgestürzt ist. Aber Total War hat ja immer so seine Probleme mit Rundenwechsel gehabt. Ich erinnere mich noch an Empire. Boah. Empire Total War. Das Game hat einfach irgendwann immer den Bug, dass es nach einer Runde immer wieder abstürzt. Das ist jedes Mal so. Gut, jetzt sind wir neu im Game. Und jetzt werden wir gleich mal schauen, ob es dann weitergeht und in welcher Runde wir überhaupt landen. Es lädt schon mal bis zur Hälfte, das ist schon mal gut. Bei Empire konnte man den Bug beheben, indem man einfach irgendwas anderes gemacht hat in der Runde, also in der vorherigen Runde. Das weiß ich noch. Allerdings kam der Bug dann irgendwann später nochmal, bis man ihn nicht mehr beheben konnte. Das war dann natürlich auch immer ziemlich übel.
Ich bin mal gespannt, in welcher Runde ich jetzt lande. So, gleich ist es endlich soweit. Es darf weitergehen. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt was seht. Aber eigentlich müsste es für euch wieder sichtbar sein. Sklavenlehre des Untergangs, ja. Eine sehr starke Lehre, wie ich finde. Gerade der Warblitz, ziemlich mächtig und den kann man auch sehr oft einsetzen, also der ist echt ziemlich böse. So, jetzt noch ein kleines Stück. Und dann werden wir hier sehen, in was für eine Runde wir landen. Gut, wir sind wieder in der Kampagne. Wie scheint, sind wir wieder in der Runde davor. Denn König Lohn war eigentlich hier. Ich muss erstmal gucken, ob ihr überhaupt was seht. Ja, ihr seht was gut. Gut. General. Also, so wie ich das sehe, sind wir wieder in der Runde davor. Yes, my lord. Denn ich kann nämlich nichts machen. Ich habe schon alle Armeen bewegt. Das Hafen. Wer ist denn Gesu? Okay. Naja, wir können nur. Oh, Rebellion steht bevor, wieder in Flensburg bestimmt. Ah, lassen wir mal. Wir können nur die Runde beenden und hoffen, dass es dann diesmal geht. Wenn nicht, dann muss ich irgendwie versuchen, den Bug wieder zu fixen. Sie wieder um die Sklaven gekümmert. Ja.
Und dann hoffen wir mal, dass es diesmal nicht wieder abstürzt. Die Druki haben Fortschritte gemacht. Die sind bestimmt auch wieder mit den Skaven hier verbündet. Das sind sie ja meistens. Und das neu entstandene Nordland schließt sich wieder dem Reitland an. Ja, und damit ist das neu entstandene Nordland auch schon vernichtet. Oh Mann. Britonia hat echt viele Armeen. Chaoskrieger ziemlich schwach geworden. Sind gerade so stark wie ich. Dünenkönigreiche gibt es noch. Dort gibt es noch irgendwelche Untoten. Das sind die Dünenkönigreiche. Knochenprüglerstamm. Nehmen wir an. Diener des Chaos, Lakaien des Chaos und Puppen des Chaos. Das kennen wir ja schon. Die alle drei noch ziemlich mächtig sind. Bis auf die normale Chaos-Krieger-Fraktion. Die ist nicht mehr so mächtig. Sieht echt übel aus mit der Chaos-Korruption hier. Aber scheint wieder abzustürzen. Ich kann nämlich nichts machen, ich sehe nur Rebellion in Stirland. Und das hier eigentlich zerstört wurde. Gut, es ist wieder abgestürzt. Ohne irgendeine Fehlermeldung. Ich werde versuchen, das dann wieder zu fixen. Und wenn nicht, dann müssen wir die Kampagne dann leider zwangsbeenden. In diesem Sinne dann erstmal bis zum nächsten Video.